Moinsen, moinsen, Hummel, Hummel, Mors, Mors, meine lieben Retro-Matrosen. Ich begrüße euch heute zur einer weiteren Folge NES Pickups auf unserem Kanal NES Kommando. Heute gibt es eine richtig feine Sache, denn ich bekomme heute ein weiteres NES-Game für meine Sammlung. Das 11. Und ich habe noch ein paar Gameboy-Games bekommen. Das NES-Spiel kriege ich vom guten Björn und der hat mir so ein kleines Überraschungspaket geschickt und gesagt, ich soll das auch live vor der Kamera aufmachen, weil er noch einen Goodie reingetan hat. Das mache ich und ihr schaut mir dabei zu. Gewohnt, wie immer, bis gleich, viel Spaß. Ja, bevor wir das Überraschungspäckchen aufmachen, würde ich sagen, zeige ich euch nochmal ein paar Gameboy-Neuzugänge. Ich habe diesmal ein bisschen mit meiner Beleuchtung rumgespielt. Mal gucken, vielleicht bringt das ja was. Vielleicht geht das auch alles total in die Hose. Mal gucken. Ich bin hier immer ein bisschen am Probieren. Ich habe einen kleinen, aber sehr niedlichen Tauschstil gemacht. Und zwei kleine Gameboy-Spielchen in meine Sammlung bekommen, die, ich sag jetzt mal so spielerisch, eigentlich nicht der Rede wert sind. Aber trotzdem. Und zwar handelt es sich einmal um FIFA 97, genau, von EA, ne? FIFA Games gab es tatsächlich auf dem Game Boy. 97 ist ja schon relativ spät eigentlich. Was soll ich dazu sagen, ne? Fußballspiel. Irgendeins dieser FIFA Games hatte ich, glaube ich, auch mal auf dem Game Boy früher. Mal gucken, weiß ich selber nicht mehr. Das andere Spiel, was ich bekommen habe, ist von einer meiner Lieblingsspieleschmieden, THQ. Ja, gegen THQ habe ich irgendwie persönlich was. Das ist Pit Fighter. Und ich glaube, Pit Fighter gibt es ja auf mehreren Systemen. Und ich glaube, Pit Fighter ist auf keinem System gut. Aber trotzdem, Spiele, die ich nicht hatte, ja, sind immer willkommen. Dann war ich letztens beim Jansel. Schöne Grüße, Jan. Ich war letztens beim Jansel zum ganz normal, so mal zum zwischendurch abends zum Zocken. Er hat seinen Price Guide von mir sich liefern lassen. Ja. Und hat mir ein Gameboy-Spiel geschenkt, als er nämlich eine Folge letztens gesehen hatte, wo ich vom Spidey das Mega Man 4 bekommen habe. Da habe ich irgendwie gesagt, ich hätte den zweiten Teil, den vierten und den fünften jetzt. Und er sagte, ey, ich habe noch Mega Man 1 doppelt. Wenn du es haben willst, nimm mit. Habe ich natürlich gerne mitgenommen. Mega Man 1 für den Gameboy doppelt. Ich habe es tatsächlich noch nicht gehabt in der Sammlung. Wieso das zustande kam, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ja der geläufigste Mega Man-Teil. Und auch der günstigste. Er hat es doppelt, mir vermacht. Finde ich geil. Danke, Jan. Dann gab es einen Facebook-Deal. Ich habe drei Gameboy-Spiele gekauft bei Facebook, die mich sehr interessiert haben. Und zwar zwei davon sind mit NES-Bezug. Die zeige ich euch gleich. Zunächst aber ein kleiner Puzzler, meine ich. Und zwar Brain Drain. Brain Drain von Bandai. Ist, meine ich, ein kleiner Puzzler. Der war einfach, lag noch mit dabei, hat mir gefehlt und hat mich interessiert und habe ich mal mit zugeschlagen einfach. Und dann zwei Spiele mit Gameboy-Bezug, die mich interessiert haben, mit Gameboy-Bezug sowieso, sind ja Gameboy-Spiele, ne? Aber eben auch mit NES-Bezug. Und zwar zum einen Drop Zone. Es geht echt besser mit der Beleuchtung hier heute. Drop Zone, ne? Drop Zone gibt es ja auch auf dem NES. Ist so ein echter Spieleklassiker eigentlich. Du fliegst so hin und her über eine Map. Und sammelst dann so Victims ein, glaube ich, oder so. Und musst dich dann also gegen gegnerische Flugkörper durchsetzen da, ne, sozusagen. Und das letzte interessiert mich am meisten. Denn erstens ist es ein Sunsoft-Titel. Und zweitens wohl der Ableger eines der Spiele, die ich sehr, sehr mag. Und zwar Blaster Master Junior. Ich habe das vorher noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es ein Blaster Master-Teil auch für den Gameboy gibt, bin ich sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was es ist. Also das NES Blaster Master ist ja so ein, eigentlich so ein Hybrid eigentlich aus Action-Plattformer und so ein, so ein Top-Down-Adventure-Game eigentlich eher. Es wechselt immer so die Perspektiven. Ich bin sehr gespannt, ob man hier auch mit seinem Fahrzeug durch die Gegend fährt oder auf welchem Bereich des Spiels sich dieses sonst fokussiert, bin ich sehr gespannt. Ja, also ein paar schöne neue Gameboy-Games für meine Gameboy-Sammlung, die stetig wächst.
und ein knackiges Paketchen von Björni. Und da schauen wir doch mal rein. Da bin ich mal gespannt. Also ein Spiel, wie gesagt, ist für meine NES-Sammlung. Und ich weiß natürlich auch schon, um welches es sich handelt. Die Story erzähle ich euch gleich. Schauen wir mal rein. Schauen wir zusammen in das Päckchen mal rein. Bielefeld, was mache ich hier eigentlich? Moin Marcel, anbei noch ein paar Goodies, damit dieses Pickups-Video länger als 2 Minuten dauert. Ja, das tut es ja zum Glück jetzt schon. Liebe Grüße, Björn. Vielen Dank, Björn. Schauen wir mal. Was hat er denn so? Okay, alles klar. Alter, ein paar Goodies? Ja. Okay. Lass uns mal schauen. Krass. Wir haben einmal die FRA-Version von Soccer. Die habe ich euch im Pickups-Video von den Zwolle-Pickups schon gezeigt, diese Version. Das ist die Pixel-Label-Artwork-Variante. Die habe ich jetzt leider schon natürlich in Zwolle mir geangelt. Deswegen mal gucken. Das werde ich dann wahrscheinlich mit zur Börse nach Hamburg nehmen im Oktober. Dann hat er mir noch reingelegt ein... What? Geil, Alter, Freunde. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Björn ist ja so eine Art gute Fee für mich, ne? Ja, keine Ahnung, womit ich das verdient habe. Er hat mir ja erstmal noch eine... Die sind ja bei euch richtig beliebt. Ja, diese Multicards. 75 in 1 habe ich jetzt noch nicht. Bin ich mal gespannt, was da so drauf ist. Gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein, weil ich weiß, dass viele von euch die Dinger wirklich absolut langweilig finden. Das hat er ja mir schon mehr als oft genug gesagt. Und dann hat er mir mal reingelegt, das ist ja der Oberburner, Alter. Ich zeige euch erstmal das Spiel, um welches es eigentlich ging. Und zwar ist das, ja, mein 11. Spiel, Star Force von Tecmo. Star Force für das PAL-B-Set. Sieht so aus, richtig geil. Star Force ist ein Shooter, ein Schmapp, welches ziemlich früh rauskam für, ich meine, 87 oder 88 oder sowas. Also jetzt gar nicht mal so spät, sondern so in der, ich sag mal, so früh bis mittleren Bereich der NES-Live-Lebensspanne. So ist mal schwer zu sagen irgendwie. Star Force kam nur als EEC-Version raus. Ist aber irgendwie trotzdem echt schwer zu bekommen. Also ich weiß, dass es das auch mit einer deutschsprachigen Anleitung und sowas gab, aber irgendwie ist dieses Spiel in Deutschland wirklich sau selten. Und ich habe es noch nie in freier Wildbahn gesehen, auf keiner Börse und gar nichts. Und jetzt hier das erste Mal von Björn. Er hat es irgendwie gefunden in, ich weiß gar nicht, in Spanien oder was. Jedenfalls sollte das 30 Inkel kosten. So, und das ist ein Preis, der für Star Force eigentlich unterirdisch unnormal ist. Und ja, Björn hat mich gefragt, ob ich es für 30 haben will. Und da habe ich natürlich nicht gezögert und sofort ja gesagt. Und er hat es mir einfach 1:1 direkt weiterverkauft für den gleichen Preis, sozusagen für seinen Einkaufspreis. Und dafür bin ich dir ultra dankbar. Star Force, richtig geiles Spiel. Ich mag auch das Label-Artwork echt gerne. Mit ja, so richtig schön Oldschool-Retro-Schmapp-Style. Finde ich sehr geil. Bin ich gespannt. Ja, bin ich sehr gespannt. Super geil. Jetzt fehlen mir noch 10 Games. Oh yeah. Noch 10 Games. So, und jetzt hat er mir noch 2 reingelegt, die gar nicht in mein PAL-Set passen. Die aber trotzdem nicht minder interessant sind. Das ist ja mal ultra geil. Er legt mir mal rein 2 PAL-A-Games. Oh yeah. PAL-A. Für diejenigen, die das nicht wissen, es gibt PAL-B und PAL-A. PAL-A ist Ländercode-mäßig für Großbritannien, Italien und Australien, Neuseeland und sowas. Und ist nicht miteinander kompatibel. Also du kannst deine PAL-A-Games, wenn du welche hast, also nicht auf einem PAL-B-Gerät spielen und andersrum. So, das nochmal so vorneweg. Genauere Informationen könnt ihr entweder selber mal ein bisschen googeln. Wir haben aber auch auf der, wie könnte es anders sein, Freunde, auf neskommando.de einen Artikel zu den PAL-Spielen. Da könnt ihr mal ein bisschen gucken, was so wie dazugehört und so weiter. Und jetzt hat er mir ein Australien-exklusives Spiel reingelegt. Zumindest hat er es hier drauf geschrieben, in der PAL-Region nur in Australien verfügbar. In der PAL-Region, also es wird es wahrscheinlich auch als NTSC geben. Innerhalb der PAL-Region aber nur Australien, und zwar Rollerball. Passt das zum Film oder was? Von Hell? Rollerball als PAL-A. Finde ich ja richtig geil. Steht hier auch Ländercode AUS. Das wird sicherlich für Australien stehen.
Richtig geil, ey. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ist das ein Flipper oder was? Ja, sieht so aus, ne? Soll ein ziemlich guter Flipper sein. Ich habe das auch schon mal gehört. Sieht auf jeden Fall mal sehr nach Flipper aus hier. Das schaue ich mir echt an. Geil, kann ich auf meinem Retron auf jeden Fall ohne Probleme spielen. Und das letzte ist so skurril wie auch geil. Und zwar ein Mario-Titel, den es nicht in der PAL-B-Region gab. Und zwar Mario is Missing. Das sieht so aus. Gibt es auch in den Staaten. Mario is Missing gibt es auch in den Staaten als NTSC-Version. Und hier habe ich eine, also wirklich im fabelhaften Zustand ist das Ding, eine PAL-A-Version davon. Mario is Missing ist, glaube ich, ein ziemlich miserabler Titel so. Aber ja, trotzdem ein Mario-Franchise-Titel, den man so ja nicht hat, ist auch von Mindscape gemacht. Also gar kein 100% Nintendo-eigenes Produkt, aber natürlich trotzdem lizenziert und ganz fein. Alter, geil, ey. Ich weiß so, ich kaufe Tecmo Star Force und krieg von dir hier einfach nochmal andere Games dazu. Björn, du weißt, ich werde mich dafür revanchieren, spätestens wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und so, dass das auch fair ist. Die Leute, die mir hier zuschauen, also sprich du, ne, bitte nicht neidisch sein. Björn und ich haben einfach uns gut angefreundet innerhalb der letzten Monate. Und das ist schon völlig in Ordnung so. Und ich lasse mir dann natürlich auch absolut gerne mal ein Spiel schicken. Warum auch nicht? Und wie gesagt, Star Force geht in meine PAL-B-Sammlung. Und das habe ich auch bezahlt. So, nicht, dass es hier irgendwie zu so Neid kommt und so. Das möchte ich nämlich eigentlich nicht so gerne. Was ich noch sagen wollte, genau. Mir fehlen jetzt noch 10 Spiele. Und damit ihr vielleicht mal einen kleinen Überblick über diese 10 Spiele bekommt. Ich werde nämlich echt oft gefragt, welche 10 Spiele fehlen dir denn noch und so. Klar, könnt ihr auf der Homepage gucken. Aber ich werde auch die Tage mal eine Folge NES Collect machen über die 10 mir noch fehlenden Spiele. Da haltet die Augen offen, ihr werdet informiert. In dem Sinne bin ich erstmal weg vom Fenster. Euch viel Spaß beim Sammeln, viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal, euer Commander Marcel. Macht's gut, liebe Freunde.